Ja Leute, wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Ich mache heute einen Testvlog. Ich zeige euch dann später im Vlog noch die verschiedenen Einstellungen. Dann könnt ihr dann sagen, welches euch gefallen würde. Und insgesamt könnt ihr auch reinschreiben in die Kommentare, was denn besser wäre. Mit Handy, so wie sonst immer, oder mit GoPro. Ich bin so gerade alleine am Bahnhof und ich warte auf meinen Zug. Ja. Ich bin jetzt gerade heimgekommen, ich war mit meinen Grosseltern. Ich konnte ein GoPro von meinem Grossvater ausleihen. Sehr cool. Jetzt kann ich mal schauen, wie das so ist. Und dann kann ich mich dann entscheiden, ob ich dann auf eine GoPro wechsle oder ob ich doch ein zweites Handy kaufe, weil die Entscheidung, also das war ja gottlos, ihr habt auch so geil abgestimmt auf Instagram. Ich habe also gefragt, entweder GoPro oder Handy. Und was ist rausgekommen? 50% Handy, 50% haben für GoPro gestimmt. Perfekt. Danke. Oh, dann fahre ich mit dem Bus. Nein. Jetzt kann ich wieder ein bisschen warten. Warten sehe ich mir einfach davon, Mann. Und die anderen im Scooter haben mich fast überfahren. Ja, hallo. Ich sehe meine Haare. Also, oh mein. Die werden jetzt geschnitten. Ich gehe zum Coiffeur. Und ja, ich filme mit dem Handy. Irgendwie habe ich Dings nicht gut gefunden. GoPro. Ich könnte gleich noch in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet, aber ich habe das Gefühl, ich brauche ein Handy zum Filmen. Verkauft jemand von euch draussen ein Handy? Wenn ja, einfach mir mal auf Instagram schreiben. Und jetzt gehe ich in die Stadt, gehe Haare schneiden und eventuell ein paar Geschenke in einen organisieren. Sogar im Regen ist die Stadt schön, Mann. Ich liebe die Stadt. So wunderschön da, wirklich. Ah, okay, die Baustelle schießt jetzt ein bisschen rein. Ja. Sonst ist sie wunderschön, die Stadt wieder rein. Alter, seit 3 Wochen im Waffen oder so, das ist gefährlich. Das ist schon fast kriminell. Ja, nicht wieder glücklich. Sie haben doch auch Privatparkplatz hier. Wow! Schon eine schöne Rolle, muss ich ehrlich sagen. Ihr wisst, Löwenzentrum, wo ist angeschrieben? Ja? Ah, da. Löwenzentrum, da gehe ich immer hier rein, wo wir ein feines Stück Kuchen machen. Also der feinste Kuchen, den es gibt, wirklich. Jetzt kann ich es euch noch nicht zeigen. Welcher Hut ist das? So, haben wir so schnell ein kleines stilles Örtchen gefüllt. Dann möchte ich den Kuchen zeigen. So, ich brauche jetzt ein Kärtchen, damit ich Karten schreiben kann. Und von das gehen wir in den Müller. Ah, der wird umgebaut. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die Kärtchen? Verwirrung pur in dem Laden. Weißt du, das habe ich auch schon wieder überlegt. Einfach doch meine Haare wieder mal schwarz färben. Schau mal nur. Ja, ich weiß nicht, was das genau ist, aber die sind nicht so teuer. Also, ich würde das Haar einfach schwarz färben. Und dann sind sie schwarz und dann mache ich auch nicht 20 Mal waschen, geht es raus. Super. Aber eigentlich suchen wir ja Karten. Die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Sorry, schnell. Ja? Wo habt ihr Weihnachtskarten? Oberen Stock. Ah, oberen Stock. Genau. Ah, gut, danke. Hell, was ist denn da los? Komm, nimm doch mal klar. Also, oberen Stock sind wir jetzt. Gut, wo durch? Oh, da ist der Konkurrent. Konkurrent auf der Spur. Da sind wir, glaube ich, richtig. Weihnachtskarte. Ich bin so doof gewesen. Das ist einfach wie der Rolltreppe, wo ich raufgekommen bin. So kann ich jetzt für ein paar entscheiden. Das ist zum Beispiel für Michelle mit dem Vögelchen und Pinguin, muss ich das gerne. Die anderen muss ich jetzt nicht zeigen. Für die ganze Familie halt. Habt ihr eigentlich gewusst, dass ich gerade mit der Arbeitshose rumlaufe? Die sind voll chillig. Trainer, also richtig bequem. So, ich habe es geschafft. Müller alle Sachen dabei. Aber mir fällt gerade auf, dass ich aus Versehen beim Koffer gesagt habe, es soll Wachs rein tun. Und ich habe eigentlich Pulverfälle. Das, ich weiß nicht, wie das heisst, Pulverzeug, sondern das ist viel besser. Und jetzt Wachs, das ist pure Scheiße. Ich hasse Wachs. Ich kann es voll nicht checken. Hallo zusammen, ich bin unterwegs zum Augenarzt, Augenoptiker, ich habe keine Ahnung. Der tut mir eine Linse rein. Also ich habe zum ersten Mal in meinem ganzen Leben eine Linse. Weil für die, die es nicht wissen, ich sehe so ganz leicht doppelt. Also das ist eine kleine Krankheit. Und deswegen brauche ich eine Linse, weil mit der Brille kann man es nicht korrigieren. Im Dunkeln sehe ich immer 2 Fußball, 2 Pfosten und so, weißt du, im Fußball. Deswegen brauche ich jetzt eine Linse. Ich sage es so oft, aber Luzern, ich liebe es einfach. So schön, ich liebe es. Ich liebe es da noch. Ich würde sagen, jetzt so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten die Linse drin, ich schaue glaube schon ein bisschen schräg rein. Und es wird mir ein bisschen schwindelig mit der Zeit. Aber die Dinger muss ich jetzt ein bisschen drin behalten, damit ich ein bisschen, damit das ein bisschen alltäglich wird, ja. Ah, sieht man es? Ja, oh mein Gott, so schön. Wir sind jetzt, glaube ich, einen Tag später und ich bin wieder dran. Etwas zum Essen. Morgen ist Weihnachten. Das sind Teigwaren. Penne. Penne. Du Penner. Penne. Lil Piep.
A few moments later. Hell! Ich bin gerade an der GoPro dran. Ich bringe die irgendwie gerade nicht auf und ich traue die nicht irgendwie aufzudrücken, dass sie kaputt geht. Und darauf habe ich ja den Anfang von meinem Vlog gedreht. Also jetzt, wenn ihr den Vlog seht, dann ist es ein bisschen lustig, weil da drauf ist das Material vom Anfang an. Guten Morgen zusammen. Es ist der 24. Dezember und ich gehe jetzt ins Gym am Morgen. Aber schau mal den Morgen Sonnenaufgang an. Mein Gott, oh, es brennt einfach. Es ist einfach am Brennen. So, und ich gehe jetzt ins Gym. Let's go! Ich bin gespannt, wie viele Leute zum Gym sind, wirklich. Ich denke, gefühlt niemand, weil jetzt hat er sich jetzt gerade ausgemacht. Gehen wir morgen ins Training, Mann. Also ein paar wenige. Es sind wirklich nicht viele. Aber ein paar sind schon. Einer von denen bin ich. Alter, ich habe das Handy hier angestellt an Stege, um mich von hier zu filmen. Ich habe einfach Frontkamera verwischt. Einfach falsche Kamera. Ich bin richtig guter Vlogger. Auf jeden Fall mega schönes Wetter, Michel. So, und das ist unser Weihnachtsbaum. Ich muss meine Brille holen. Und Linse, das kann ich nicht tun. Oh mein Gott, die Linse, ey. Hast du etwas zum Morgen gegessen? Ja. Ich muss auch noch etwas essen. Hey, bin ich gegessen? Hey, gib ab, Alter. Gib. Wir dürfen echt nichts essen, sonst hätte noch keinen. Ich will nur voressen. Also, ich bin bereit für meine. Ich hole schon die andere Farbe, ich habe coole Farben. Ja? Ich kann nicht mehr gerne, wenn die gut sind. Also, 10 mm jetzt geheißen? Ja, ich weiß schon, ob cool ist. Ich. Hier haben wir die ersten paar Sachen. Ich mache jetzt mal eine Zeitraffer-Aufnahme und dann sehen wir am Schluss, wie es aussieht. Ist gut? Passt das? Ja. So. Hauptsache, meine Ente geht es gut. Ich habe das so gesehen, leider ich also gedacht, dann muss ich auch. Wir müssen jetzt mal den Ofen vorheizen, ganz wichtig. Wir sind hier schon recht vorwärts gekommen. Hör auf! Hey. Hör jetzt wirklich auf, es nervt. Das fang ich ab. Oh, nein! Was ist? Wie viel Mal habe ich gesagt, dass das nicht hier reingehört? Ich darf das nicht selber machen. Komm, Test gemacht, ob du das checkst schon. Michel hat so irgendwelche Streuselwellen auf die Wurzeln tun und ich habe gesagt nein. Dann haben wir gesagt, weißt du was, machen wir Schere, Stein, Papier. Oh, aber nicht alle, gell? Das ist bis geschafft. Was brennt? Was brennt? Gussli? Scheiße, meine Gussli!